Moin Freunde, wir sind mal wieder ganz kurz davor, ein neues Mid-Season-Update zu bekommen. Und in den letzten Monaten war es ja jedes Mal so, dass mit den Mid-Season-Updates eigentlich gar nichts dazugekommen ist. Jetzt gibt es ein paar Informationen und ein paar Sachen, die wir bestätigt wissen und ein paar Sachen, die jetzt angeteased wurden, die auf jeden Fall dazukommen werden. Unter anderem haben sie bei Raven Software gesagt, dass sie jetzt zum Mid-Season-Update ein komplettes Waffen-Overhaul für die taktischen Gewehre, für die Sniper, für die LMGs und für die Pistols raushauen werden. Ebenfalls wollen sie sich um die Sturmgewehre kümmern. Meine Vermutung aktuell ist, und das ist einfach nur eine Vermutung, ohne dass es irgendwo steht, die Pistols, eigentlich sind die gut, wie sie sind. Wir bekommen in dieser Season ja auch noch die AMP-63. Das ist ja eine Voll-Auto-Pistol. Die wird natürlich wieder wahrscheinlich broken sein, dann als Akimbo-Version verfügbar sein. Dann kann man sie wieder kaufen mit einem Skin für 24 Euro. Dann wird sie irgendwann gepatcht. Die wird mit Sicherheit mit zum Mid-Season-Update dazukommen, so dass wir wieder vielleicht ein bisschen auf Dark Matter grinden können, zumindest bei einer Waffe. Dazu ist es eben so, dass ich davon ausgehe, dass sie die Akimbo-Version von der Magnum, von der Diamati, dass sie die Akimbo-Version von den Pistols einfach nochmal etwas abschwächen. So, dass zum Beispiel der Hipfire, weil ihr könnt ja mit einer Akimbo-Pistol nicht ins Scope gehen, dass das Ganze nochmal runter reduziert wird. Das würde für mein Verständnis für das ganze Game auf jeden Fall Sinn machen, weil die Akimbo-Diamatis als Beispiel komplett überpowered sind auf kurze Range und im Prinzip kein Konter dagegen ist. Dann wollen sie an die Taktikgewehre gehen. Hier gehe ich davon aus, dass sie ein bisschen, das werden sie hoffentlich bei den LMGs genauso wie bei den Snipern machen, Flinch hinzufügen. Das größte Problem bei den Snipergewehren ist für die Sniper-Community die ZV-Time, das heißt die ADS-Time, wie schnell bin ich im Scope, ist viel zu langsam. Dafür der Vorteil von der Sniper-Community, die Sniper haben keinen Flinch. Das heißt, wenn ihr in einem Gunfight seid mit jemandem, der eine MP spielt oder eine Pistol oder auch ein Sturmgewehr oder sonst was, könnt ihr 3-4 Hits kassieren und ihr könnt es euch leisten, den ersten Schuss wegzuknallen, daneben nur ein Hitmarker, weil ihr, dadurch, dass ihr keinen Flinch auf der Sniper habt, immer noch die Möglichkeit bekommt, einfach gerade auf dem Ziel zu bleiben und dann den Gegner zu töten. Meiner Meinung nach würde es Sinn machen, wenn man an die Grip Attachments geht. Die sorgen aktuell dafür, dass man 90% weniger Flinch hat, dafür aber eben auch bessere ADS-Time. 90% weniger Flinch macht auf den Snipern aktuell keinen Unterschied, weil es keinen Flinch auf den Snipern gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn sie sich jetzt an die Sniper rantrauen, würde ich mir persönlich für die Sniper-Community und für das Waffenbalancing wünschen, dass die Sniper mehr Flinch bekommen. Und dass diese Aufsätze so ummoduliert werden, dass man als Sniper die Möglichkeit hat, bessere ADS-Time, dafür mehr Flinch oder schlechtere ADS-Time, dafür weniger Flinch. Gute Sniper werden auch mit Flinch keine großen Probleme haben, aber es ist halt einfach nervig und frustrierend, wenn man in einem Gunfight mit einem Sniper ist, man drückt dem 2, 3 oder 4 Kugeln rein und stirbt am Ende trotzdem, weil das Scope von dem Sniper durchgängig auf einem drauf war. Dazu haben sie angekündigt, dass sie sich um die LMGs kümmern wollen. Das heißt, die RPD, die Stoner, die werden alle, die M82 wahrscheinlich, die werden alle jetzt nochmal überarbeitet. Beziehungsweise nicht die M82, ist die M60. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie an denen jetzt noch groß ändern. Die Stoner ist meiner Meinung nach immer noch eine komplette OP-Waffe, die immer noch die teilweise besten Stats hat, auch Close Range. Das Hüftfeuer von der Stoner ist genauso gut wie von jeder MP. Das heißt, selbst wenn ihr auf Long Range geht, ihr campt oder ihr wollt einen Spot up-aim oder sonstiges und es kommt ein Gegner durch Zufall in die Nähe von euch. Ihr habt mit der Stoner als Beispiel und auch mit der RPD immer noch die Möglichkeit, aus Close Range, aus der Hüfte, den Gegner wegzuhauen und habt mehr Möglichkeiten als jemand mit einer MP. Das heißt, wenn man an die LMGs jetzt nochmal rangehen sollte, bin ich auch der Auffassung, Long Range Waffen sollten ein bisschen Flinch haben. Das heißt, wenn ihr angeschossen werdet, dass euer Visier nicht gerade bleibt, sondern ein bisschen sich hin und her bewegt. Meiner Meinung nach sollte man A, Flinch einfügen für die LMGs, genauso wie die taktischen Gewehre, weil die immer noch sehr stark sind. Die Sturmgewehre sind irgendwie komplett vergessen, bin ich der Auffassung. Die MPs dominieren nur zum Teil, also die Milano ist nicht schlecht, die LC-10 ist immer noch sehr, sehr stark. Und die ganzen Leute, die sich für 15 Euro oder 10 Euro diesen Optik Gaming Skin gekauft haben, spielen sowieso alle mit der AK-74. Alle anderen MPs sind auch schon vergessen, die Sturmgewehre sind vergessen. Das heißt, die Meta im Multiplayer von den Leuten, die den Multiplayer überhaupt noch spielen, und das ist das nächste Problem. Heute, ich nehme es Montagnacht auf, 3000 Live-Zuschauer auf Twitch für Cold War. 3000.
für das neue COD, was nicht einmal ein halbes Jahr draußen ist. Die Zuschauerzahl für dieses Game sinkt sekündlich und die Spielerzahl ebenfalls. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. SBMM, ultraschlechten Servern, ultraschlechtes Waffenbalancing, ultraschlechte Updates, ultra wenig Content. Ganz viele von euch schreiben mir sehr, sehr häufig, dass sie nicht darauf warten können, dass endlich Battlefield 6 droppt. Und ich bin absolut bei euch, Leute. Und das ist jetzt meine Info für euch. Sobald es zu Battlefield 6 mehr gibt als jetzt diese Sound-Leak, die bei mir auf dem Discord zu finden ist, sobald wir mehr von diesen Sachen sehen und bekommen, werde ich es behandeln. Denn auch ich bin an dem Punkt, wo ich sage, das, was uns als Update und als Content für Cold War versprochen wird, ist mittlerweile eigentlich nur noch eine Frechheit. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Activision, Treyarch ganz klar zeigen, dass der Fokus auch in den nächsten Monaten auf Warzone sein wird. Das ist in Ordnung, aber ich bin eben der Auffassung, der Multiplayer auch durch SBMM, was auch ein großes Thema immer noch ist, und die ganze schlechte Server-Performance und den wenigen Content, all das kommt einfach dazu, dass die Leute andere Sachen spielen und eher Warzone aktuell, auch wenn Warzone seine Probleme hat, als den Multiplayer. Und ich habe das schon mal gesagt, ich bin der Auffassung, wenn der COD Multiplayer stirbt, weil er komplett vernachlässigt wird und weil er immer schlechter wird, werden die Leute, selbst die Hardcore-Gamer von uns, auf andere Games umswitchen. Und es ist egal, ob das jetzt Battlefield 6 ist, ob das vielleicht später GTA 6 ist, ob das irgendwelche anderen Games sind. Es müssen nicht mal ähnliche Games sein wie Call of Duty, damit die Leute sagen, es reicht ihnen. Zu dem Update aber kommt jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr. Wir haben ja schon die Info bekommen, dass wir diese 80er Jahre Superhelden bekommen. Also Rambo kommt dazu, Superhelden, eher Actionhelden. John McClane ist aus Stirb langsam, wir kennen ihn alle. Und ein paar andere Actionhelden, die jetzt auf so einem Poster geleakt worden sind, auf dem man aber nicht 100% erkennen kann, wer noch dazu kommt. Diese Skins sind, und das ist jetzt keine Überraschung für uns, danke Activision, selbstverständlich nur käuflich erwerbbar. Das heißt, ihr könnt nicht eine coole Challenge machen mit eurer Party oder alleine 20 Runden irgendwas mit Messer umherlaufen oder bei Rambo würde es passen, 15 Runden lang die Minigun erspielen und 3 Kills machen. Irgendwie solche Sachen. Das alles wird natürlich nicht sein. Das heißt, die Skins werden am 20., das ist am Donnerstag, droppen. Aber eben nur käuflich. Dann habe ich vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass die Ping-Anzeige in der Season 3 plötzlich verschwunden ist auf den Konsolen. Das heißt, auf der Xbox Series S heißt es, glaube ich, und auf der PlayStation 5, genauso wie auf der PlayStation 4 und Xbox One oder 360, ich kenne mich bei Xbox gar nicht aus, tut mir leid, ist es so, dass man bis zur Season 3 sehen konnte in der Runde, wie der Ping ist. Das heißt, ich konnte in der Runde sehen, wie ist die Latenz zum Server. 30er Ping, 50er, 100er Ping. Mit der Season 3 ist das von heute auf morgen, ohne dass es jemand angesprochen hat, von den Verantwortlichen rausgenommen worden. Jetzt hat gestern Josh Torres, das ist der Treyarch Community Manager, geschrieben, dass es seit Season 3 ein Problem mit dieser Ping-Anzeige gibt. Was für eine Überraschung, Treyarch. Und dass sie es deswegen rausgenommen haben, diese Ping-Anzeige jetzt mit dem nächsten großen Update aber wieder reinkommt. Das heißt, jetzt haben sie über 2,5 Wochen Zeit gehabt, daran zu arbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir die Ping-Anzeige zum Mid-Season-Update wiederbekommen, alternativ ein bisschen später. Diese Ping-Anzeige ist für mich in einem AAA-FPS-Multiplayer eine absolute Grundvoraussetzung. Natürlich haben wir das Problem, dass die Lobbys auseinanderbrechen. Das heißt, ihr spielt eine Lobby, ihr könnt auch einen super Ping haben und dann werdet ihr automatisch in eine neue Lobby geworfen. Das heißt, man kann nicht mit Absicht in dieser einen Lobby bleiben, egal wie gut oder schlecht die Gegner sind, wo der Ping die ganze Zeit gut ist, weil ihr im Prinzip da rausgeworfen werdet. Das ist nervig und das ist so ein Kernaspekt von SBMM, der meiner Meinung nach noch mehr nervt, als dass man immer die gleich starken Gegner hat. Damit habe ich mich mittlerweile angefreundet. Mein Problem ist mittlerweile, dass ich durchgängig auf 100er Ping-Servern spiele und, das könnt ihr gerne mal versuchen, tötet euch mal 5 Runden lang, Leute. Ihr braucht nicht mal einen Schwester-Account. Tötet euch mal 5 Runden und joint dann die nächsten 5 Runden nach. Was ihr feststellen werdet, ja, die Gegner sind wirklich schlecht, das ist eine Sache, aber die Ping-Verbindung in diesen Lobbys ist einfach göttlich. Ihr habt einen 15er, 20er, 25er Ping. Warum das so ist, einfache Erklärung. Die guten Spieler sind in einer kleinen Bracket nur, also in einem ganz kleinen Bracket. Das heißt, es gibt nur weniger Auswahl. Das Spiel muss also auch Leute aus
aus der Türkei, aus Frankreich, aus England, aus USA zusammenstecken, damit dieses Skill-Based Matchmaking-System für die Sinn ergibt. Das heißt, ihr spielt gegen andere mit ungefähr 1,5 KD, mit ungefähr den gleichen Punkten pro Minute, egal wie der Ping ist. Bei den Anfängern ist es aber so, dass diese Bracket groß ist. Ihr habt freie Auswahl, ihr könnt so viele Leute aus Deutschland nehmen, so viele Leute aus der Türkei, so viele Leute aus Spanien. Es gibt in jedem Land ganz, ganz viele Anfänger mit schlechteren Stats. Das heißt, dadurch, dass das Game auf Spieler zugreifen kann, die aus eurem Land kommen, habt ihr automatisch die bessere Serververbindung. Das ist meiner Meinung nach in S oder mit SBMM mittlerweile das größte und nervigste Problem. Zu dem Ganzen wurde uns ja mit der Roadmap versprochen, dass Standoff endlich kommt. Und Standoff wird jetzt, vermute ich mal, zum 20., also am Donnerstag, ebenfalls droppen. Jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, zu Standoff dazu, es ist eine der besten COD-Multiplayer-Maps, die wir in den letzten Jahren überhaupt mal hatten. Eine legendäre Map, ist eine gute Map. Dazu wird die AMP-63 kommen. Das ist eben diese automatische Pistole, die dazu kommt. Aber mehr Content-wise gibt es sonst eigentlich nicht. Mit einer Ausnahme, es gibt dieses Multi-Team-Elimination. Das sieht für mich aus wie ein kleiner Battle-Royale-Modus, ähnlich wie Blackout, auf den Feuertrupp-Maps. Nur eben in einem anderen Modus, denn Feuertrupp ist meiner Meinung nach ein verschenkter Modus, der überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe den jetzt in einem halben Jahr COD einmal wirklich 2 Tage gespielt und das war nur, um meine Raketenwerfer dort auf Gold oder Diamant und Dark Matter zu bekommen. Ansonsten ist dieser Modus einfach komplett langweilig. Jetzt mit diesem neuen Modus kann ich mir vorstellen, dass sie da was Gutes raushauen, was Spaß machen könnte. Aber wenn man von einer Waffe, einer Map, kaufbaren Skins absieht, ist wieder kein Content dabei. Und das, was jetzt im Mid-Season-Update dazukommt, wird nicht ausreichen, um Leute zurückzuholen oder bei der Stange zu behalten. Das bedeutet für mich also, es wird weiter runtergehen. Wir werden bei Twitch irgendwann bei Cold War 2000 Zuschauer haben, vielleicht auch nur noch 1500. Wenn ihr trotzdem Bock habt, ein bisschen Multiplayer zu spielen, irgendwie mal mit mir zusammen zu zocken, mit Partys zusammen zu zocken, Challenges zu machen, schaut gerne mal auf Twitch vorbei, da streame ich jeden Tag von Montag bis Sonntag. Meistens, fast immer, eigentlich immer. Ja, immer. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir spielen auch andere Sachen, wir machen auch Warzone, wir spielen auch Black Ops 3, Black Ops 4. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich mal wieder so einen Throwback-Tag mache. Ich werde jetzt auch am Wochenende Black Ops 3 wieder spielen, das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, seid gerne eingeladen. Und wenn euch das Video mit den Infos gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus für heute. Haut rein!